eine Schmusedecke, die ist weich und groß. Da ist's nicht nur gemütlich, da ist auch ganz viel los. Wir hüpfen drauf, wir toben rum, wir sind ja alle froh. Geht es dir so gut wie mir? Ich mag dich sowieso. Geht es dir so gut? Oh, guten Abend, Koboldmaki. Warum bist du denn noch wach? Oh je, du kannst nicht schlafen? Was kann man da nur tun? Ich hab's. Du brauchst ein Schlaflied. Dann kannst du schön einschlafen. Komm, wir finden bestimmt einen Freund, der dir ein Schlaflied vorsingt. Hallo, Bär. Wach auf. Bär, entschuldige, dass wir dich aufwecken. Könntest du vielleicht ein Schlaflied singen für den armen kleinen... Was ist denn mit dem Bär los? Vielleicht hat er schlecht geträumt? Dann fragen wir eben einen anderen Freund. Hase, wach mal auf. Wir müssen dich was fragen. Lieber Hase, könntest du vielleicht ein Schlaflied singen für den armen Kleinen? Was haben die denn bloß? Hallo, ihr lieben Tiere. Wollt ihr vielleicht ein Schlaflied singen für den armen Wovor habt ihr eigentlich so Angst? Ihr habt Angst vor dem Ungeheuer im Dunkeln? Koboldmaki! Pass auf, da ist ein Ungeheuer im Dunkeln. Ach, das ist euer Ungeheuer? Aber das ist doch bloß der Koboldmaki. Der Koboldmaki hat doch nur jemanden gesucht, der ihm ein Schlaflied singt. Armer kleiner Koboldmaki, wie kannst du jetzt nach der ganzen Aufregung schlafen? Ja, wir haben es geschafft. Keiner.